In diesem Video zeigen wir dir, wie du dein iPhone ohne Datenverlust, der Apple ID oder dem Passwort zurücksetzen und wiederherstellen kannst. Ein iPhone wiederherzustellen bzw. zurückzusetzen kann manchmal erforderlich sein, um Softwarefehler zu entfernen, ein gesperrtes Gerät wieder freizuschalten oder um alle Daten zu löschen, um es verkaufen zu können. Damit du deine persönlichen Daten dabei nicht verlierst, solltest du dafür zunächst ein Backup durchführen. Klicke dafür in den Einstellungen auf deinen Namen und dann auf iCloud Backup. Aktiviere das iCloud Backup und klicke dann auf Backup jetzt erstellen. Solltest du mehr als 5 GB Daten auf deinem iPhone haben, musst du dir entweder iCloud-Speicher dazu kaufen oder du führst ein Backup am PC über iTunes durch. Verbinde dafür dein iPhone mit deinem Computer und klicke auf das kleine iPhone-Symbol oben links. Wähle dann dieser Computer und anschließend Backup jetzt erstellen. Das Backup bleibt auf deinem Computer gespeichert. Bevor du dein Gerät löschst und zurücksetzt, solltest du zuvor deine Apple ID entfernen. Das ist unter anderem dann wichtig, wenn du das Gerät weiterverkaufen möchtest. Klicke dafür in den Einstellungen auf deinen Namen und scrolle nach unten. Hier hast du die Möglichkeit, deine Apple ID abzumelden. Dafür musst du das Passwort deiner Apple ID eingeben. Wenn du dein Passwort nicht mehr weißt, erklären wir dir in diesem Video, wie du dein Passwort für die Apple ID ändern kannst. Sobald du damit fertig bist, gehst du in den Einstellungen auf Allgemein und anschließend auf iPhone zurücksetzen. Hier wählst du alle Inhalte und Einstellungen löschen aus und bestätigst die folgenden Punkte. Wenn dein iPhone deaktiviert ist, es Softwareprobleme aufweist oder du deinen Entsperrcode vergessen hast, kannst du dein iPhone auch über iTunes zurücksetzen. Dafür brauchst du deinen Code nicht einzugeben. Klicke dafür einfach auf iPhone wiederherstellen und bestätige deine Eingabe. Der Vorteil ist, dass automatisch die aktuellste iOS-Version installiert wird und Softwarefehler somit behoben werden. Um deine Daten jetzt wieder auf dasselbe oder ein neues iPhone aufzuspielen, kannst du während der neuen Einrichtung das Backup aus der iCloud wieder aufs iPhone aufspielen. Wenn du das Backup am PC gemacht hast, verbinde es wieder mit deinem Computer und klicke dann auf Backup wiederherstellen. Der Vorteil ist hier, dass mit der Wiederherstellung auch automatisch die aktuellste iOS-Version installiert wird und Softwarefehler so behoben werden können. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du deine Apple-ID herausfinden kannst oder dein Passwort änderst, wenn du es vergessen hast, schau dir dieses Video an.